Ich freue mich hier richtig, wieder auf dem Sofa zu sitzen und einen Gast neben mir sitzen zu haben, von der ich schon vorher viel gehört hatte, wo wir immer gedacht haben, oh, ob die bei uns in eine Fotonacht kommt, weiß ich nicht so richtig, der aber sofort zugesagt hat, was ich richtig toll finde. Ich darf ganz herzlich begrüßen Ulla Lohmann. Ulla, schön, dass ich hier sein kann. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Ulla, ich habe gerade ein bisschen ausgeholt und ich bin über deine Website gegangen, über dein Portfolio und dachte wirklich, atemberaubende Bilder, wir schauen uns auch gleich ein paar Sachen an. Danach habe ich deinen Lebenslauf gelesen und ein bisschen Angst und Ehrfurcht gekriegt, ob ich hier neben dir sitzen möchte. Du sprichst, glaube ich, 6, 7, 8 verschiedene Sprachen? Ja gut, ich bin so viel bei Urvölkern unterwegs, die kein Englisch können, kein Französisch, kein Deutsch. Und dann muss ich natürlich deren Sprache auch lernen. Ich habe irgendwas gelesen, Pidgin oder Pidgin oder wie heißt das? You know, Salvatore Sampler, Pidgin Thomas. Ja, genau, ganz genau das. Ganz Pidgin genau von Papua-Neuguinea. Pidgin von Papua-Neuguinea. Das muss ich jetzt nachsagen. Was muss ich sagen? Ja, bitte, bitte. Wir fangen doch erst an hier. Du hast uns mal Bilder mitgebracht und bevor wir zu deiner Laufbahn kommen, schauen wir uns einfach ein paar Sachen an. Das ist hier ein Projekt, wo du gesagt hast, das war dein Einstieg in die Fotografie bei National Geographic. Genau. Erzähl uns was dazu. Weil zu National Geographic kommt man ja nicht einfach so als Köchin. Also ich bin bei meiner ersten Expedition als Köchin tatsächlich angeheuert worden. Aber wie man von Köchin zu Fotografin kommt, da muss man sich natürlich ein eigenes Projekt suchen. Und da habe ich Bilder davon mitgebracht. Und zwar ist es im entlegenen Hochland von Papua-Neuguinea ein Stamm, der seine Toten mumifiziert. Weil das ist jetzt der Gemtasu, der seinen eigenen Vater mumifiziert hat. Und er glaubt daran, dass durch dieses Mumifizieren man zu einem Ahnengeist, zu einem Schutzgeist wird. Und sein größter Wunsch ist es, nach seinem Tod selbst mumifiziert zu werden. Und ich habe den Gemtasu 15 Jahre lang begleitet und gemerkt, wie er wirklich dafür lebt, für dieses Mumifizieren, weil er wirklich auf seine Kinder und Enkelkinder und Urenkel aufpassen möchte. Und er hat mich auch als seine Tochter adoptiert und hat mir einen ganz großen Wunsch vorgetragen. Er möchte, dass ich seine eigene Mumifizierung fotografiere. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe lange, lange mit mir gerungen, ob ich es überhaupt zeigen soll und ob ich über die Bilder sprechen soll. Aber Gemtasu möchte, dass ich es auch anderen Menschen erzähle und das mit ihnen teile, weil er sagt, ihr müsst gar nicht traurig sein, wenn jemand stirbt, weil nach dem Tod geht es irgendwie weiter. Die Toten sind als Schutzgeister da. Und ich habe während der Mumifizierung, die 3 Monate dauert, habe ich auch bei denen in der Hütte dann gewohnt, habe bei der Mumifizierung geholfen und habe gemerkt, wie der Gemtasu immer noch irgendwo da ist. Und das fand ich sehr, sehr, sehr tröstlich. Und irgendwie geht das Leben auch wieder weiter. Nämlich kurz bevor Gemtasu ganz friedlich eingeschlafen ist, wurde wieder ein Gemtasu geboren, nämlich der neue zukünftige Stammeshäuptling. Und so ist es ein Kreislauf. Und ich habe von dem Stamm am anderen Ende der Welt gelernt, einfach viel besser auch und viel offener mit dem Tod umzugehen. Der gehört irgendwo dazu. Das ist sehr, sehr beeindruckend, vor allen Dingen auch, wenn du nebenbei in einem Nebensatz erwähnst, dass du 15 Jahre sozusagen das Projekt begleitet hast und hier 3 Monate noch vor Ort warst für die Fotografie. Jetzt möchte ich gerne ein bisschen zurückgreifen auf deinen Werdegang. Ich habe gesehen, du hast, glaube ich, Geografie studiert. Mit Sprachen scheinst du dich auch sehr gut auszukennen. Wie kommt man auf den Dreh zu sagen, okay, ich fahre dorthin, ich suche mir ein Projekt, ich begleite das über so einen langen Zeitraum? Wo ist da dein Antrieb oder was war der ausschlaggebende Punkt? Was hat dich dazu inspiriert? Die Neugier. Ich interessiere mich für alles, was irgendwo mit dem Leben an sich zu tun hat. Ich habe auch ganz lange davon geträumt, mich in einem Vulkan abzuseilen, weil dort diese Kraft der Natur, dieser Ursprung der Natur am stärksten erlebbar ist. Und diese Faszination mit dem Thema Tod kommt vielleicht so ein bisschen, weil ich mit 15 meinen Vater verloren hatte. Er hat Selbstmord begangen und ich habe mir halt die ganze Zeit echt Vorwürfe gemacht. Und als Kind damit umzugehen, als Jugendlicher, das ist echt schwer. Und ich glaube, da habe ich so ein bisschen die Antworten gesucht und habe in Papua-Neuguinea während meinem Studium diesen Stamm entdeckt.
Ich habe deswegen auch ein wissenschaftliches Studium, weil ich gesagt habe, ich möchte mehr über die Menschen erfahren und möchte forschen. Ich habe tatsächlich auch über diese Mumifizierung 2 wissenschaftliche Paper geschrieben. Ich habe letztes Jahr in Peru bei einer Konferenz für Weltmumienwissenschaftler vorgetragen, 2 Paper. Und das ist, glaube ich, typisch für meine Fotoarbeiten. Ich will einfach immer mehr wissen. Und die Fotografie hilft mir dabei, auf den Menschen zuzugehen und die Fragen auch stellen zu dürfen und auch die Menschen kennenlernen zu dürfen, wenn man eine Kamera hat und sagt, darf ich mal bitte ein Bild machen? Das ist ein Türöffner. Ja, das wäre meine nächste Frage. Was war zuerst da? Diese Neugier, auch fremde Kulturen zu entdecken oder die Fotografie? Wann hast du angefangen zu fotografieren? Ich habe Jugendforsch-Bundessieg gemacht und mit 18 das Abi und Jugendforsch-Bundessieg und Geld gekriegt und damit bin ich einmal um die Welt. Okay. Während dieser Weltreise habe ich für ein lokales Stadtmagazin Artikel geschrieben, weil ich irgendwie schon immer schreiben wollte, habe aber dann gemerkt, ohne Fotos ist es irgendwie gar nichts. Und dann ging es so langsam und zufällig habe ich in einem Vulkan, weil ich da auch selbst hin wollte, ein Team von National Geographic getroffen, für die durfte ich dann kochen. Das heißt, du bist tatsächlich über deine Weltreise, über das Kochen in die Nähe der Fotografie gekommen und da hat es dann irgendwann zugemacht und du hast gesagt, okay, das ist auch mein Ziel, ich möchte für die Fotoproduktion auch machen. Ich glaube, es fällt mir schwer, das Fotografieren als so einen eigenständigen Teil von meinem Leben zu beantworten oder zu betrachten, weil es so ein Teil von mir selbst ist. Okay. Für mich ist Fotografieren nämlich nicht einfach ein Job, sondern es ist eine Sichtweise. Ich entdecke durch Fotografieren die Welt anders. Ich habe ja schon gesagt, ich kann auf andere Leute zugehen. Ich kann aber auch in einem Makrofoto eine wunderbare Welt im Kleinen entdecken. Ich mache am anderen Ende der Welt meine Bilder, aber ich habe genauso die Dolomiten durchquert und da ein Bildband für National Geographic draus gemacht, weil ich einfach sage, du musst auch mit der Kamera die Welt, die dich ständig umgibt, festhalten können. Nicht nur irgendwo, wo du weit weg bist und wo alles neu ist. Das war auch in der Vorbesprechung eine Frage von mir. Zu dem Thema, wenn du jetzt eigentlich Abenteuerfotografin bist, wenn man es vielleicht mal so nennen möchte, wo holst du dir deine Entspannung? Wie kommst du sozusagen von diesen Abenteuern, von diesem Thrill sicherlich, zu den Bildern sehen wir nachher noch was, Vulkan etc., wie kommt man da wieder runter? Und du hast uns da auch ein paar Bilder mitgebracht. Ich lache schon, weil es ist natürlich nicht nur Menschen am anderen Ende der Welt und Landschaften, die mich faszinieren, sondern eben auch bei uns die Landschaft. Und sowas mache ich mit meinem Mann zum Entspannen. Gut, das entspannt. Genau. Okay. So, das war eine Wand, die ist halt so 700 Meter hoch. In den Dolomiten Eisklettern ist da auch mal ganz nett, weil es ist so nicht nur heiße Vulkane, sondern auch so ein bisschen im Eis. Und mit Skien unterwegs, Tourenskien. Und da muss man natürlich manchmal auch oben auf den Bergen übernachten, auch gerne im Schlafsack bei Minustemperaturen. Das entspannt dann, finde ich. Sehr schön. Finde ich ganz, ganz klasse. Und wie gesagt, zur Entspannung irgendwie mal eben auf die Dolomiten hochklettern, habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört. Aber du, wir machen nächstes Jahr ein Projekt, 47 Berge, 47 Länder, nämlich vom jedem europäischen Land den jeweils höchsten Berg zu besteigen. 470 Tage. Und da musst du auf einen Berg musst mitkommen. Ich dachte, du wolltest mir eine Postkarte von einem Berg schreiben, das wäre in Ordnung gewesen. Wir reden da nochmal drüber, aber lass uns nochmal zu dein Abenteuer, das ist für mich ein Abenteuer. Du willst dich doch nur davor drücken. Natürlich möchte ich das. Nein, aber für mich ist das hier ein Abenteuerprojekt. Für dich sehen Abenteuerprojekte noch ein bisschen anders aus. Ich muss gestehen, ich bin nicht so ein Mensch für kalte Gegenden. Ich mag es eher so ein bisschen heißer. Und ich liebe aktive Vulkane, weil einfach das der Ursprung des Lebens ist, wie ich vorhin gesagt habe. Und in so einem Vulkan, ich meine, ich habe Geografie studiert und ich weiß, warum ein Vulkan ausbricht. Aber ganz viele Menschen, die unmittelbar in der Nähe von einem Vulkan leben, wissen das nicht. Und die haben bestimmte Kulturen, bestimmte Riten um die Vulkane rum, Geister, Magie. Und das finde ich total spannend. Das ist jetzt auch eins meiner Lieblingsbilder, weil es einfach diese Lebensfreude inmitten der Zerstörung ausdrückt. Und übrigens, nächste Woche bin ich wieder fürs BBC da, an diesem Vulkan in Vanuatu. Das ist in der Südsee, östlich von Australien. Und dort habe ich quasi so meinen Lebenstraum. Dafür habe ich 20 Jahre gebraucht, bis ich den verwirklichen durfte. Den habe ich mittlerweile verwirklicht. Ich wollte nämlich ganz nah an den Lavasee ran. Das ist 600 Meter im Vulkan drin. Und das ist jetzt auf der ersten Terrasse im Vulkan, quasi nur 200 Meter tief drin.
Aber da haben wir dann übernachtet, weil wir natürlich bis ganz da unten nochmal 400 Meter uns an einem Seil abseilen mussten. Das ist natürlich gefährlich und alles. Und da braucht man natürlich auch entsprechende Schutzkleidung. Die nimmt man dann einfach mal von zu Hause mit. Man muss ja seinen Kamerarucksack alles. Ich bin ganz gespannt, wenn wir gleich What's in your bag bei dir mal schauen, was in deiner Tasche dabei ist. Aber das ist tatsächlich ein Anzug, den hast du dann an und seilst dich dann ab und machst Fotos. Zum Abseilen an sich brauchst du den eigentlich nicht, weil die Lava ist 1200 Grad heiß, ja. Und wenn du den Schutzanzug brauchen würdest, würde das Seil eigentlich dann auch schmelzen. Ja, okay, also macht das Sinn. Ist tatsächlich so, dass man das nur braucht, wenn man ganz nah an der Kante ist, weil da vom Vulkan heiße Gase nach oben kommen. Wie beim Lagerfeuer, steckst deinen Kopf oben drüber, der verbrennt. Wenn du dich nebendran stellst, musst du dich auch so ein bisschen wenden, dass manchmal auch dein Hintern gewärmt wird. Also das ist beim Vulkan auch nicht anders. Okay. Und ich habe noch nie jemanden gehabt, der ein Lagerfeuer im Garten mit dem Vulkan vergleicht, aber es ist schon spannend. Das ist ein heißes, Lagerfeuer. Das ist jetzt wie weit unten? Das ist 600 Meter tief im Vulkan. 600 Meter im Vulkan drin. Ja. Wie lange braucht man da, um dort runterzusteigen? Ich habe es gesehen mit dem Zelt dazwischen. Das heißt, ihr seid nicht an einem Tag komplett rein und wieder raus, sondern das ist über mehrere Tage? Eigentlich ist es über mehrere Jahre, bis ich mir das ganze Wissen angeeignet habe. Ich habe jetzt auch ein Buch drüber geschrieben, einfach über dieses Traum verwirklichen. Es kommt im September raus. Aber es hat einfach so lange gedauert. Einmal war das Wetter ganz schlecht und wir wären fast im Vulkan geblieben, fast dort gestorben. Und das war 2014. Dann 2015 haben wir es dann nochmal versucht. Und es dauert halt einfach, bis man diese Fähigkeiten hat und das Glück auch mit dem Wetter. Dafür haben wir 4 Wochen gewartet. Also wenn ich dir jetzt die Frage so beantworte, dass ich sage, ja, das ist eigentlich nur 48 Stunden rein und raus, dann ist es eigentlich gelogen, weil die ganzen anderen Jahre davor, diese Vorbereitungen, diese Fehlversuche, die gehören für mich da irgendwo auch dazu. Ich stelle es mir auch vor, wenn da irgendwie Wetterwechsel ist, der Wind kommt auf einmal von der anderen Seite. Das ist nicht so lustig, glaube ich, wenn man so nah da dran steht. Nee, vor allem auch vulkanische Gase, die sind ja sauer, haben bestimmte Chemikalien drin. Und wir hatten einmal den Fall, dass dann Regen gekommen ist und er fällt durch diese Gase durch auf die Kletterseile. Und das ist wie Batteriesäure über das Kletterseil gekippt. Das solltest du halt nicht machen, wenn du dann noch 400 Meter wieder raufklettern musst. Oh ja, Du hast auch gesagt, und ich habe das noch für einen Scherz gehalten in der Vorbesprechung, du bringst mal so eine Gasmaske und einen Schutzanzug mit. Das ist tatsächlich so in deiner Tasche drin, in deinem Rucksack drin, wenn du irgendwie auf Expedition losziehst. Du hast dich ja gefragt, nimm deinen Rucksack mit, so wie wenn du jetzt auf Expedition losziehst. Ja. Ich bin nächste Woche da, deswegen habe ich meinen Rucksack tatsächlich schon gepackt. Ganz wichtig ist natürlich das hier. Ja? Das kriegst du jetzt mal aufgezogen, damit du so ein bisschen das Gefühl hast. Genau. Das geht doch gar nicht mit dem Headset. Aber setze ich das auf? Ja, genau, so ist perfekt. Ja, super. Und dann brauchst du... Kann ich nicht mehr reden, aber... Ja, das, im Moment ist es okay, rede ich mal im Moment. Dann brauchst du nämlich doch den Helm sozusagen. Den kriegst du noch drüber. Der stinkt vielleicht ein bisschen nach Schwefel. Und so musst du dann versuchen, im Vulkan zu fotografieren. Dann kriegst du noch die Hitzeschutzhandschuhe an. Und dann musst du dir vorstellen, die Kamera hat das eigentlich ganz gut mitgemacht, weil die ist relativ robust. Das hält die ganz gut aus. Dann musst du vorstellen, so darfst du fotografieren. Und dann versuchst du, ganz genau, dann musst du versuchen, nicht in den Lavasee zu fallen, weil das ist echt ein bisschen kritisch. So. Du hättest mich schon überfordert, hättest du mir nur den Handschuh gegeben und gesagt, ich sollte damit fotografieren. Lustigerweise, du kannst tatsächlich das Touch-Display damit bedienen. Es wird richtig warm hier drunter schon. Dazu stelle ich mir noch vor, hier hätte ich es nicht viel länger drunter ausgehalten. Das war jetzt schon so mein kleines Limit, wo ich gesagt habe, es ist irgendwie ein bisschen sehr, sehr stickig. Vor allen Dingen ist es dauernd verrutscht irgendwie. Wird das noch fixiert? Gut, oder? Man hat normalerweise einen Helm an, weil da könnten noch Steine rauskommen. Also hast noch einen Helm oben drauf. Das engt zusätzlich noch mehr ein. Und du musst dir vorstellen, die Lava ist 1200 Grad. Und diese Strahlungswärme davon, da unten ist es schon warm. Unglaublich, unglaublich. Du hast auch noch ein paar Bilder mitgebracht. Genau, das ist mein Mann, der Basti, zusammen mit dem Thomas Boyer, das ist ein französischer Vulkanologe, weil wir sind natürlich nicht darunter, um zu gucken, für uns die Bilder zu machen, sondern dadurch, dass wir so weit runtergegangen sind, konnte man auch bestimmte Messungen machen, die sonst durch die Gase verfälscht werden, wenn man es nur durch Satelliten macht oder von weiter oben. Und deswegen war es auch wichtig, um die Erde besser zu verstehen. Und
ich sag mal, für mich ist es halt einfach auch ganz toll, in dieses offene Herz der Erde zu blicken. Ich habe ein Video dabei, vielleicht können wir das mal kurz einspielen. Und da hat man auch dieses Geräusch vom Vulkan noch. Mhm. Schauen wir einmal drauf. Das ist jetzt der Vulkan von außen. Und dann habe ich echt Angst um den Basti gehabt, als er sich da so abgeseilt hat. Und hört ihr das, wie das so brodelt? Und das ist jetzt circa 20 Mal so laut. Und man muss sich vorstellen, die Erde bebt und alles wackelt. Und man ist da drin in diesem Trichter gefangen. Aber für mich ist es mein Traum. Ich wollte das. Und mit der Geschichte möchte ich tatsächlich auch anderen Menschen Mut machen, ihre Träume zu verwirklichen. Weil für mich war das so ein Aha-Erlebnis, da unten zu stehen und zu sagen, ich habe 20 Jahre lang für diesen Traum gekämpft. Und jetzt ist es soweit. Und mit meiner Geduld, Kraft, Durchsetzungsvermögen und vielleicht ein bisschen Verrücktheit habe ich es geschafft. Und das können andere Menschen auch. Man muss nicht davon träumen. Hast du da noch am Rand gestanden und überlegt, gehe ich jetzt runter oder lasse ich es lieber? Nee. Nee, war für dich ganz klar, jetzt gehe ich da rein, jetzt mache ich meine Fotos. Jetzt erlebe ich das Ganze. Ich habe, als wir den Versuch abbrechen mussten, als wir fast da unten geblieben wären, da fiel es mir natürlich schwer aufzugeben, absolut. Ich muss gestehen, als wir dann dabei waren, auf die dritte Terrasse uns abzuseilen, wo vorher noch kein Mensch war, habe ich mich mit einem Mann gestritten. Wir machen die Expeditionen immer zusammen, er ist Alpinist. Und er hat gesagt, du gehst da nicht als Erste runter, ich gehe. Aber ich wollte die Erste sein, erster Mensch. Aber er hat gemeint, für mich ist es zu gefährlich. Und er ist runtergegangen. Und in dem Moment hatte ich das allererste Mal Angst, aber nicht um mich, sondern um ihn. Ich habe aber nie daran gezweifelt, dass es da jetzt nicht richtig ist oder falsch, darunter zu gehen, weil ich einfach die äußeren Faktoren so einschätzen konnte, dass es jetzt in dem Moment nicht ausgebrochen wäre. Aber weißt du, wo ich richtig Angst habe? Eine unglaubliche Geschichte. Wovor hast du richtig Angst? Das habe ich noch nie gemacht. Ich bin auch nie nachts allein in München U-Bahn gefahren. Das machen wir dann mal zusammen, wenn du mich auf dem Berg überredet hast. Dann fahren wir mal nachts zusammen in München U-Bahn. Das kriegen wir hin. Das ist, stopp, Hand drauf. Das machen wir. Okay. Das machen wir. Gut. Welchen Berg machen wir zusammen? Im Harz gibt es den Brocken. Den würde ich vielleicht schaffen. Da reden wir nochmal drüber. Aber ich habe tatsächlich hier nochmal eine Frage, nachdem ich gerade immer noch durchschnaufe, wo ich das auf hatte. Du hattest die Kamera so in der Hand. Die Kamera sieht für mich noch sehr in Ordnung aus. Kommt die tatsächlich so aus dem Vulkan wieder zurück? Die Kamera, ja. Die war tatsächlich da unten im Vulkan. Aber die habe ich noch nicht so lange. Das ist die 5D Mark IV, die gibt es noch nicht so lange. Aber dieses Objektiv habe ich schon ein bisschen länger. Das war schon ganz oft mit mir im Vulkan drin. Ich halte das mal hier und, so in die Kamera rein. Ich habe halt schon viel gesehen, ne? Ja, und ich habe es halt vulkansicher gemacht. Ich habe immer so Gaffer, immer dabei. Und damit klebe ich dann teilweise, wenn halt so ein Ascheregen kommt, die Dichtungsringe ab, dass ich dann auch nicht mehr zoomen kann, dass da keine Asche reinkommt. Das ist eigentlich schon von sich aus ganz gut abgedichtet. Aber so kann man es halt noch vulkansicherer machen. Grüße an Guido Krebs von Canon. Die Dame braucht ein neues Objektiv. Aber das funktioniert tatsächlich noch. Klar. Unglaublich, unglaublich. Ja, wertige Arbeit, würde ich definitiv sagen. Ganz klasse. Es war eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte, die du uns hier mitgebracht hast. Und ich glaube, wirklich eine große Inspiration für viele Zuschauer, dass man Träume verfolgen kann und dann auch zum Ziel kommen kann. Und du bist hier das allerbeste Beispiel, dass man das auch ruhig wagen sollte. Mich hast du sehr inspiriert, tatsächlich, dass ich drüber nachdenke, was wir mit dem Berg machen. Also das, da komme ich, glaube ich, auch jetzt nicht mehr raus. Nein. Aber Mist, muss ich dann wirklich, aber obwohl, wenn wir zusammen sind, das ist nämlich der Fehler, deswegen habe ich sofort ja gesagt, wenn wir zusammen U-Bahn fahren, dann kann ich nicht nachts alleine fahren. Das stimmt natürlich. Hand drauf, wir haben Hand geschlagen. Wir haben noch einen Rechtsanwalt später dabei, wir klären das. Wir machen das. Jetzt nochmal ganz weit weg von den Erlebnissen, die du hier gehabt hast. Du gibst auch Fotokurse, Fotoworkshops, wo du dein Erlerntes, deine Fotografie weitergibst, wo auch Bildbearbeitung eine Rolle spielt. Erzähl mir davon noch mal ein bisschen mehr. Normalerweise musst du Bild bearbeiten, weil das RAW ist einfach das musst du bearbeiten, das ist ganz klar. Und bei mir ist aber das Ziel, möglichst wenig
Schritte, damit ich möglichst effektiv arbeiten kann. Gerade wenn ich unterwegs bin, muss ich oft auch Bilder schon rausschicken. Lustigerweise hat man da tatsächlich ab und an sogar schon Internetempfang. Ist nicht unten im Vulkan, aber es muss tatsächlich auch mal Bilder rausgeschickt werden. Und ich habe so ein bisschen Lightroom Mobile für mich entdeckt seit neuestem, weil das einfach total praktisch ist, dass ich unterwegs mit wenigen Schritten einfach so viel erreichen kann und es auch gleich teilen kann. Jetzt wissen die wenigsten, das sollte man kurz erklären, für die Demo ist nicht genügend Zeit, aber man kann entsprechend die Kamera direkt auch ans Handy anschließen über das Camera Connection Kit von Apple beziehungsweise über OTG-Adapter bei Android und Bilder einlesen, RAW-Bilder einlesen und die kann ich in Lightroom direkt interpretieren. Und du hast uns dein Handy mitgebracht und wolltest uns so zwei, drei Schritte einmal zeigen, was du da bearbeitest. Ich wollte jetzt einfach, weil... Ich habe auf meinem Instagram gerade eine Serie über Eis und da habe ich gesagt, komm, jetzt mache ich Feuer und wollte es einfach mal ganz live zeigen. Wir schauen kurz, ob wir das Bild auch kriegen von dem Handy, ob das funktioniert. Ich wollte es jetzt live posten und bin mal gespannt, ob das so funktioniert. So, da haben wir dein Handy. Genau, weil ich das einfach total faszinierend finde. Ich bin am Ende der Welt bei irgendwelchen Gegenden und kann meine Bilder dann bearbeiten. So, ich bin ein bisschen nervös, muss ich ehrlich gestehen, bei so live dann meine Bilder zu bearbeiten. Steht am Vulkan. Genau. Ich habe 600 jetzt Meter unter der Erde. Das aber Bild nervös hier bei uns ja. Auf dem Sofa. Finde ich gut. Ich will nicht sagen, du machst mich nervös. Also, was ich total gut finde, gerade für den Hitzeschutzanzug, ist ein bisschen dunkel, einfach mit den Pinsel drüber zu gehen und das jetzt kurz aufzuhellen und was einfach total super ist, dass ich jetzt partiell nur aufhellen kann. Ja. Gut, Highlights brauche ich jetzt nicht unbedingt bei dem Hitzeschutzanzug. Dann würde ich das komplette Bild jetzt einfach noch ein bisschen von den Farben her Highlights, dass der Lavasee ein bisschen besser noch rauskommt. Manchmal muss man die Lava mit den Farben aufpassen, Schatten, das Bild ein bisschen heller. Und weiß noch dazu geben, so würde ich das jetzt tatsächlich lassen. Ganz kleines bisschen noch aufhellen und man sieht wirklich mit wenigen Sachen kriegt man viel raus. Mein Dehaze-Filter, den mag ich natürlich auch gerne. Und ein kleines bisschen Kleid ist auch nicht schlecht. Und dann kann man wirklich das tatsächlich sofort teilen. Und lass ich es kleinrechnen. Ich meine, es ist für mich absolut faszinierend, dass ich tatsächlich am anderen Ende der Welt, wo immer ich auch ein bisschen Internetempfang habe, mit wirklich tollen Mitteln das Beste aus meinem Bild rausholen kann und es dann auch sofort posten kann. So, dann machen wir das so, als komplettes Bild. Ja, wie wir es jetzt haben, mit ein bisschen mehr Lavasee, ja, ne? Ja. Und dann machen wir das nächste und genau, Filter brauchen wir nicht, ist ja schon wunderbar bearbeitet. Machen wir hier Adobe Fotonacht. Und das machst du tatsächlich, während du unterwegs bist, nicht erst zu Hause. Es ist nicht so, dass du die Speicherkarten in einen feuerfesten Sack packst und dann zu Hause schaust, was ist aus den Bildern geworden, sondern du gehst da wirklich in dem Zelt abends ran und sagst schon, die ersten Bilder packe ich schon auf Instagram. Instagram finden wir dich wo? Ulla Lohmann. Genau. Okay. Einfach mein Name. Dann das heißt, wirklich direkt, man ist dabei bei dir. Ja, sobald ich Internetempfang habe. Okay. Nee, jetzt war ich gerade in Neuseeland. Da habe ich dann auch die Bilder direkt von Neuseeland mehr oder weniger gepostet. Manchmal ist es natürlich ein bisschen Verzögerung, weil ich einfach dann Internetempfang nicht überall habe. Aber ich bin tatsächlich mittlerweile dadurch, ich muss gestehen, früher war ich nicht so Instagram und schnell posten und so, weil ich einfach mich geärgert habe. Da gab es nur diese komischen Filter. Da hat man sofort gesehen, dass das Bild jetzt irgendwie nicht schön ausschaut und ich habe den Anspruch, dass ich meine Bilder, die ich poste, auch gerne schön bearbeiten möchte. Und deswegen habe ich nie im Handy meine Bilder gepostet. Ja. Und jetzt habe ich das für mich entdeckt und seitdem macht es auch richtig Spaß. Klasse. Ich wette, du hast heute Abend noch ein paar Follower mehr dann. Würde mich freuen. Mich hast du auf jeden Fall überzeugt und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was von der Kreativität und vor allen Dingen von der Energie von der Ulla mitgenommen. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend und ich muss immer noch ein bisschen durchatmen, wie nennt man das, durchschnauben? Durchschnaufen, ja. Durchschnaufen. Wir gehen in eine kleine Pause. Ihr könnt Ulla auch Fragen stellen, sicherlich über deine Facebook-Seite oder auch über deinen Instagram-Kanal. Könnt aber auch jetzt mit dem Hashtag Adobe Fotonacht
einfach Fragen posten, die tauchen bei uns hinten auf der Social Wall auf. Wir schauen da mal rein und versuchen dann in der nächsten Runde auch ein paar Fragen zu beantworten. Darf ich noch was dazu sagen? Ja, natürlich. Weil mich würde es auch richtig freuen, wenn ihr mal vielleicht einfach so aufschreibt, von was ihr denn träumt. Weil einfach das schon in den Traum aufzuschreiben, finde ich, ist schon ein Schritt zur Verwirklichung. Würde mich mal interessieren. Macht es mal. Ist ein guter Schritt. Wir sind gleich wieder für euch da. 10 Minuten geht's weiter. Bis gleich.